Hey Freunde, herzlich willkommen auf Karlchen Knack. In der heutigen Folge bricht El Presidente aus dem Gefängnis aus. Viel Spaß! So, da sind wir auch schon. Heute ist der ideale Zeitpunkt dafür. Wegen einer Sicherheitskonferenz ist die Bank heute nämlich geschlossen. Das heißt für uns, dass niemand die Bank überwacht. Wir können also ungehindert einfach reinmarschieren und sie ausrauben. In Ordnung, Boss, dann marschieren wir jetzt einfach rein. Und knacken den Safe. Ganz genau, Leute. Johnny, wenn du mal wieder die Tür knacken würdest. Aber klar, ist doch ein Kinderspiel für mich. Okay, so eine Tür knacken ist ja nun wirklich nicht schwer. So langsam sollte der sich mal ein neues Schloss holen. Immerhin hat das schon jeder einmal geknackt. Okay, dann wollen wir doch mal. Ja, sie ist offen, wie ich sagte, kinderleicht. Boss! Sehr gut, Johnny. Was anderes habe ich auch nicht erwartet. Okay, dasselbe Spiel wie immer. Ihr kümmert euch um den Safe, während ich mich um die Alarmanlage kümmere. Habt ihr das soweit verstanden? Ja, clever. Verlass dich auf uns. Und denkt dran, beeilt euch, ja? Jawohl, Boss. Verlass dich auf uns. Ach, und denkt bitte dran, diesmal kein Dynamit. Ja, was habe ich gerade gesagt? Entschuldigung, Boss. Wir hatten schon nicht mehr zugehört. Dynamit macht viel zu viel Krach. Da kriegt die Polizei doch sofort mit, was los ist. Nehmt gefälligst den Schweißbrenner, das dauert zwar länger, aber ist dafür auch leise. Verstanden, Leute? Ja, muss man hier alles selbst machen. So, dann wollen wir doch mal ein paar Drähte durchschneiden. So, das soll's gewesen sein. Mal schauen, wie weit die anderen sind. Mensch, Micha, geht das nicht ein wenig schneller? Du hast leicht reden, du musst die Arbeit ja nicht machen. Keine Sorge, ich bin gleich durch. Es ist nicht mehr viel. Ja, geschafft. Der Safe ist offen. Der Boss wird sich freuen. Oh nein, was habt ihr nun schon wieder gemacht? Musstet ihr ausgerechnet den Feueralarm auslösen? Da steht ihr denn noch so doof rum? Schnappt euch das Gold und nichts wie raus hier. Wenn wir uns nicht beeilen, haben wir nachher wieder den Räuberschreck am Hals. Hey, das war wohl alles. Wie sieht's aus? Seid ihr bereit? Ja, Boss, sind wir. Dann lass uns schnell abhauen. Okay, Jungs, ab zum Porsche. Oh nein, die Polizei ist schon auf dem Weg hier. Was machen wir nun? Na was wohl? Wir verstecken uns. Okay, Boss. Hey, was ist denn mit mir? Wo seid ihr denn hin? Da waren die wohl mal schneller als ich. Oh, denk nach, denk nach, denk nach. Stehen geblieben. Oh Mist, zu spät. Die Polizei ist schon zur Stelle. Was sehe ich denn da? El Presidente hat mal ganz alleine die Bank ausgeraubt. Das kenne ich ja gar nicht von dir. Was? Wie bitte? Oh, er denkt, ich bin alleine unterwegs. Das ist perfekt. Ich werde jemanden den Glauben lassen. Dann können die anderen beiden mich schön aus dem Knast wieder rausholen. Herr Tunis gibt ihm für alles ein erstes Mal. Und bist du dir sicher, dass deine Kumpanen hier nicht irgendwo versteckt sind? Auf diese Pfeife ist so wirklich kein Verlass. Ja, das klingt schon eher nach dir. Na gut, da ich dich nun hier auf frischer Tat beim Bankraub ertappt habe, bist du im Namen des Gesetzes verhaftet. Tja, fragt sich nur, für wie lange noch, Toni? Na dann, Herr Präsident, nehme ich dich mal mit ins Gefängnis. Wenn du bitte einsteigen würdest. Ich bin mir sicher, wir haben eine schöne Zelle für dich frei. Hey, Micha, hast du das gesehen? Kaum zu glauben, oder? Ja, der Boss wurde einfach geschnappt. Ja, ich kann das auch kaum glauben. Aber weißt du, was das bedeutet? Dass wir jetzt mietfrei wohnen können? Nein, dass wir ihn dringend aus dem Knast befreien müssen. Los, lass uns mal gleich einen Plan austüfteln. Ich habe auch schon eine Idee und die hat mit Dynamit zu tun. Okay, Micha, ich werde darauf zurückkommen. Aber jetzt lass uns erstmal zum Gefängnis und gucken, ob der Boss nicht schon eine Idee hat oder sowas. Was ab, Toni? Ich werde nicht lang hier bleiben. Ja, ja, das sagst du immer wieder. Aber fürs Erste bist du hinter Gittern. Ich wünsche dir einen schönen Aufenthalt hier bei uns. Ah, dieser doofe Toni. Oh, mal überlegen, wie komme ich am einfachsten wieder raus? Nanu, da war doch was. Das kam von draußen. Vielleicht sind das ja Johnny und Micha. Die holen mich bestimmt schon raus. Ha, das ging ja schneller als erwartet. Boss, wir sind's. Sind sie da? Johnny, ihr seid's wirklich? Ich habe später mit euch gerechnet. Ah, Moment mal, aber wo ist denn Micha? Keine Sorge, Micha ist auch hier. Er unterstützt mich, nicht wahr? Ja, warum muss ich denn immer unten sein? Ach, auch egal. Los, beeilt euch und holt mich raus, ja? Naja, Boss, die Sache ist die, wir wissen nicht, wie wir sie hier rausholen sollen. Wir dachten, sie hätten vielleicht einen Plan. Oh, muss ich alles hier selbst machen? Denkt doch mal nach, gab einen Tunnel, sprengt die Wand oder verkleidet euch. Nur holt mich hier raus.
Mann, das sind wirklich gute Ideen. Okay, Bulls, wir machen sofort daran, dich hier rauszuholen. Dulde dich ein bisschen. Dann beeilt euch endlich. Okay, Micha, unser erster Plan ist es, einen Tunnel zu graben. Okay, dann leg mal los. In Ordnung, aber nachher bist du dran. Ha? Ruck. So, das sollte reichen. Los, worauf wartest du? Rein mit dir. Nach dir, das sieht mir nicht tief genug aus. Na gut, du Feigling. Los, komm schon. In Ordnung. Platz da. Mensch, Johnny, bist du dir sicher, dass wir hier richtig sind? Aber klar, wir sind doch hier schon so oft ausgebrochen. Ja, ausgebrochen. Aber diesmal wollen wir einbrechen. Ich glaube nämlich, dass wir uns verlaufen haben. Ach, Ivo. Ich zeig's dir, von hier aus müssen wir nur hochgraben. Hey, Johnny, spürst du das? Ich glaube, die Erde stürzt über uns zusammen. Ach, das bildest du doch nur ein. Na, vielleicht hast du recht. Oh Mann, wo bleiben die denn? Hilfe, holt uns hier raus, wir sind hier begraben. Ah. Okay, Tunnelgraben hat also nicht funktioniert. Okay, wir probieren den nächsten Plan. Der Plan wird dir nämlich am besten gefallen, Micha. Wir werden nämlich seine Zelle aufsprengen. Oh, endlich! Genau dafür habe ich das Dynamit mitgebracht. Haha, ich beeile mich auch. Micha, wo willst du denn hin? Der Präsident der Zelle ist da hinten. So. Und nun in Deckung! Was war das? Wie cool, ich bin frei! Hey, du bist ja gar nicht El Presidente! Nö, bin ich nicht, aber dank dir kann ich abhauen! Dankeschön! Oh Mann! Was machen wir nun, Johnny? Ja, das ist jetzt die Frage. Durch die Explosion rächen sie auf jeden Fall mit einem Ausbruch. Jetzt müssen wir es geschickt anstellen. Am besten wir verkleiden uns. Als Polizist. Okay, warte, da kommt doch jemand. Hey, du! Hä? Kam das etwa aus dem Busch? Ja, genau. Du kommst jetzt mit. Hey! Aufhören, was soll das? Ah! Sei still! Na bitte, ist doch ein Kinderspiel. Jetzt muss ich nur noch rein und El Presidente rausholen. Und niemand kommt mir auf die Schliche. So, jetzt rein mit mir. Zeit für die Mittagspause. Nanu, bist du neu hier? Ja, ganz neu. Heute ist mein erster Tag. Seltsam, ich bin mir sicher, dass in letzter Zeit kein neuer Polizist eingestellt wurde. Moment mal. Ich kenn dich doch. Du bist doch Johnny. Hab ich's doch gewusst. Du willst bestimmt El Presidente rausholen, aber nicht mit mir. Oh, der Plan ist wohl nach hinten losgegangen. Und tschüss. Johnny, komm raus. Ich weiß, dass du hier bist. Oh je, der Plan ist auch nach hinten losgegangen. Und jetzt wissen sie, dass wir ihn rausholen wollen. So wie es aussieht, müssen wir wohl jemanden dazu holen, den sie nicht kennen. Und jemand, der doof genug ist, darauf hereinzufallen. Wie könnte das denn nur sein? Moment mal! Wir kennen da doch einen! Okay, nun das nochmal durchzugehen. Ich soll in die Polizeistation gehen und El Presidente diesen Kuchen hier überreichen? Ja genau, in diesem Kuchen ist nämlich eine Nagelfeile drin. Und wir können dich schlecht vorbeibringen, weil die jetzt wissen, dass wir ihn rausholen wollen. Also musst du, Kevin, diese äußerst wichtige Aufgabe übernehmen, in Ordnung? Okay, wenn ich nur den Kuchen überbringen muss, das schaffe ich bis später. Na, ob das gut geht? Wir werden sehen. Herr Präsidente, du hast Besuch. Was? Ich hab Besuch? Ganz genau, und Kevin hat dir auch was mitgebracht. Ihr habt 15 Minuten, in Ordnung? Kein Problem, das schaffen wir schon. Hallo, El Presidente! Kevin, was machst du denn hier? Johnny und Micha haben mich geschickt. Ich soll dir diesen Kuchen hier vorbeibringen. Die meinen, daran steckt eine Überraschung für dich. Bestimmt wieder eine Nagelfeile, aber damit dauert zu lang. Aber ich glaube, ich habe da eine andere Idee. Du sag mal, Kevin, was hältst du davon, wenn wir mal die Klamotten tauschen? Was? Aber warum das denn? Ich glaube, dir würde ein Anzug viel besser stehen. Komm schon, ein Versuch ist es doch wert, oder? Okay, wenn's nichts weiter ist. Wow, das steht mir wirklich. Ja, Kevin, aber der Helm passt dazu leider nicht. Den müssen wir abnehmen. Und dabei können wir bestimmt noch was an den Haaren machen. Okay, wenn du das sagst. So, und nun? Wow, siehst du gut aus. Wirklich? Danke, Boss. Okay, den Helm brauchst du ja nicht mehr. Den nehme ich jetzt. Na bitte, und nun? Die Besuchszeit ist vorbei. Oh, das ist mein Stichwort. Beeilung, Kevin. Ich komme doch schon. Hey, Moment mal. Aber ich bin doch Kevin. Ja, aber so siehst du gerade nicht mehr aus. Keine Sorge, Kevin, du hast ja noch den Kuchen mit der Nagelfeile. Bis später. Okay, kann losgehen. Nein! Und nun raus mit dir, Kevin. Ja, das musst du mir nicht zweimal sagen, Toni. Und los, beeil dich! Yeah, ich bin frei.
Hey, das war ja eine brillante Idee. Ein Glück, dass Kevin und ich uns so ähnlich sehen. Hey Kevin, hat's geklappt? Johnny, Micha, da seid ihr ja. Sag schon, Kevin, hat's geklappt? Hat El Presidente jetzt die Nagelfeile? Ja, nicht ganz. Ich bin nämlich El Presidente. Ich habe einfach mit Kevin die Klamotten getauscht und so konnte ich ganz einfach rausspazieren. Nein, Spaß, das ist genial. Ja, wirklich, darauf wären wir ja nie gekommen. Ja, das glaube ich euch sofort. Aber nun macht euch bereit. Ich habe nämlich schon den nächsten Plan im Petto, oder? Was sagt ihr? Was könnten wir als nächstes für Gaunereien anstellen? Schreibt eure Idee nochmal in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Antwort. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Schreibt einen netten Kommentar oder teilt das Video mit Freunden und Familie. Und wenn ihr nichts mehr von Karlchen, Knack und mir verpassen wollt, dann klickt hier oben auf das Logo. Dann bekommt ihr bei jedem neuen Video eine Benachrichtigung. Und falls ihr doch mal was verpasst haben solltet, guckt hier drüben vorbei. Hier sind zwei ältere Abenteuer. Wir werden dann jetzt mal unsere nächste Gaunerei planen und sagen, bis bald!